Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Blick. Und die Bolzenil, die hat sich im Schwarzgrundtal noch immer durch die Gegend gekämpft und ist jetzt auf eine Spinnenhöhle getroffen, wie es aussieht, die wir uns direkt mal, naja, zu Gemüte führen. Hallo, Frau Spinne, ihr habt einen Toten, was habe ich hier gesehen? Einen Toten vor der Spinnenhöhle, okay. Blum. Oh, no, und wir haben Gäste bekommen. Ja. Annehmen, ja. Und schlumpf. Und schlumpf. Denkst du, du kannst uns abspinnen hier? Ich glaube, ich spinne. Wenn hier einer spinnt, dann bin ich das. So. Nee, warte. Doch. Ich spinne. Ich geb's zu. So. Okay, wir haben hier auch noch einen Toten gefunden, welch Unverfrorenigkeit. Da kommt auch schon die nächste Spinne an. Der Tote war aber nur zu plündern, das ist okay. Ja. Tschüss, Frau Pirscherin. Die pirscht so schnell nicht mehr. Oh, hi. So, okay. Linigrod. Ein Karton mit Eingeweichten. Hallo. Die nächste Spinne tot. Der nächste Kokon geöffnet. Tschüss. Oh, hier gleich drei. Schön. Endlich mal ein schöner Batzen an Spinnen. So, und du, dann befreien wir erstmal die junge Dame da aus dem Kokon, plündern erstmal die Leiche, war da eine Dame im Kokon? Da war scheinbar niemand drin, okay, schade, hätte ja sein können. Dann befreien wir diesen Kokon, so, weil wir es können. Da war hier wieder jemand drin, herzlichen Glückwunsch. Ah, komm. Da hinten scheint was Größeres zu sein. Das heißt, wir sollten diese hier erstmal aus dem Weg schaffen, bevor wir uns um die Signatur da hinten kümmern. Vielleicht sollten wir nochmal was essen. So langsam ist das Essen alle. Okay, dann machen wir das mal. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Olzeniel ist ein alter Fresssack. So. Aber warum auch nicht? Hm, hat sie sich verdient. Dann ist das schon wieder aus. So, hin. Tatsächlich. So, okay, platzierte Truhe. Nehmen wir natürlich mit. Was habt ihr gedacht? So, wir haben hier drin noch jede Menge anderes Zeugs. Wir fangen an mit dem hier. Mit dem hier. Mit, einmal hier. Ein Wortgestöber. So. Einmal so. Einmal den Runenstein noch hingesetzt. Wir könnten mal das hier aktivieren. Aktivieren. Ne, haben wir nicht. Nehmen wir aktivieren das hier. So. Okay. Das war einfach. Okay. Haben wir erledigt. Schön. Ich habe irgendjemanden besiegt. Ich habe jede Menge Zeugs noch gefunden. Haha, das hat sich doch gelohnt. So. Die sind mir glatt ins Netz gegangen. Nicht andersrum. So. Und so. Und so. Und so. Wunderbar. Damit hätten wir alles hier durch. Coole Sache. Gab es noch einen anderen Weg in dieser, ihr wisst schon. Oh, hier liegt noch eine tote Leiche. Warte mal. Oh, eine schmerige geschmückte Truhe. Habe ich die übersehen oder ist die neu gespawnt? Ich guck mal, ob ich da hinten weiterkomme, groß. Weil hier kam ich her. Entweder habe ich das voll übersehen, dadurch, dass es wahrscheinlich aus war, oder ich habe es voll übersehen. So, ich hole mir mal ein paar mehr. Eine eigene erwartete Kälte scheint von diesem Pfad auszugehen, alles klar. Oh, hi. Okay. Wir gehen weiter. Ein düsterer Pfad. Ah, okay. Gut erhaltene Knochen. Die nehmen wir sehr aber gerne auch mit. Wer wagt es, die Toten zu stören? Ich.
Flieht, solange ihr noch könnt. Denn wir wissen einen mächtigen Verbündeten an unserer Seite. Und wenn die Dunkelheit alles verschlingt, werden wir endlich von dem Fluch erlöst sein. Ja, ja. Oh. Ich hab schon wieder irgendwas weggehauen. Mein Blitzding ist schon wieder. Immer dasselbe mit mir. So, also Fertigkeiten. Mein Blitzdings. Wo ist mein Blitzpups? Blitz, 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 Blitzpups. Okay, da ist er. Schlimm mit mir, ich weiß. Passiert aber. So, noch eine Leiche, eine Tote. Okay, hätten wir das auch. Ja, was will man mehr? Hier haben wir scheinbar doch alles platt gemacht jetzt, was Platz zu machen war. Und wieder raus. Juhu! Sag ja, das ging schnell. Sag mal, respawnen die so schnell oder was ist das hier? War noch nicht so lange weg. Naja, ich meine, wenn das hier alles so respawnt, dann nehme ich die hier auch nochmal mit. Oh, okay. Das könnte jetzt ein bisschen viel auf einmal werden. Ich halte mal kurz, bis die anderen noch da sind. Ja. Ja. So geht das. Genau. So, wir müssen vermutlich hier hoch. Da ist wieder eine verzierte Truhe. So, die nehmen wir natürlich mit. Natürlich. Was habt ihr gedacht? So, meins. Und raus. So, wir können uns demnach... Da ist auch die Leiche wieder. Mann, oh. Oder war ich so lange unterwegs? Kann eigentlich gar nicht sein. Wir waren nur 6 Minuten drin. Oder hat sich die Respawn-Zeit irgendwas verändert? Kann natürlich sein. Möchte ich nicht ausschließen. Hat Vor- und Nachteile. Einerseits spawnt solches Zeugs hier schneller. Aber andererseits, ja, ne, ihr wisst schon, dass wir uns dann immer wieder aus Möpsen rauskämpfen müssen. Oder aus Gegenden. Aus Möpsen rauskämpfen. Ich meine damit Mobs. Nicht Möpse. Ne? Also für jeden, der neu zuschaut, wenn ich Möpse sage, dann meine ich Mobs. Muss es vielleicht mal wieder erklären. Ab und zu kommen ja doch ein paar neue dazu. So. Und meine Möpse, also die ich verhaue, die sind böse. Wirklich schwere Zeiten. So. Will ich den überhaupt anziehen? Der ist zwar ein bisschen mehr Rüstung, aber ansonsten, nee, komm, nee, wollen wir nicht. Komm, nimm den hier. So. Mittlerweile macht sich bemerkbar, dass halt zwischen den normalen Sachen und den anderen sich doch ein gewisser Unterschied bemerkbar macht. So. Habt ihr schon gehört? Angeblich hat uns der Feind schon umzingelt. Ach, Quatsch. So, neue Tat, Bekannte von Doll Anruf. No, perfekt, da geht's da auch schon los. Hier, so, und so, und so, und so, und so. Ganz schön viele Rufe. Okay, was haben wir jetzt erholt? Die Tierkadaver aus dem Schwarzgrund. Okay. Gibt's hier Tierkadaver? Da, okay. Ahirischer Toter. Und ein toter Bär. Fehlt der auch? Nein, leider nicht. Okay. Siehst du, jetzt müssen wir hin und her schwimmen, wie ich schon fast bedacht habe. Da haben wir ein totes. Okay. Dieser Fluss ist offensichtlich doch nicht zur Verteidigung geeignet. Das ist ja. Da kriegst du gerade mal nasse Füße. So. Und das ist der Schwarzgrund. Okay, jetzt wissen wir's. Nicht der Isen. Der Isen wäre ja auch größer. So. Gucken wir mal, in die Richtung scheint nichts mehr zu sein. Außer der tote Hirsch, der sich hier hinter dem Felsen versteckt. Gott sei Dank habe ich den noch gesehen. Oh. Ich wollte das Ziel angucken, genau. Ich wollte nur so gucken. Da hinten ist noch einer, ich sehe ihn doch. So. So. Ja, runter zu. Wir reiten mal auf diese Seite des Flusses. Und gehen nach unten. Ist natürlich auch klar, ne? Schwarzgrundtal, dass der das nach dem Fluss benannt ist, ist irgendwie naheliegend. Naja. Ach, Black mit dir. So. Okay. Tote Ziege. Aha.
Hier ist schon etwas tiefer, aber das ist beim Wasserfall eigentlich normal. Gut gemacht, dass das dran gedacht wurde. Dann haben wir hier Fischernetze. Keine Ahnung, was ich mit denen jetzt lieber machen soll. Nehmen, was übrig bleibt. Okay, Zeug soll ich damit machen. Alles klar. Da, Fischernetz. 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 Oh, da hinten ist noch jemand. Und der will auch was von mir. Nun gucken wir dann gleich mal hin. So, Fischernetz. Fischernetz. Und fehlen noch zwei, wenn ich richtig gezählt habe. Müssen wir mal gucken, wo die sind. Hier, du Doofkopf, du hättest die tote Ziege auch selber rausholen können. So. So, okay. Nehmen wir die Ziege. Gondor braucht eure Hilfe. Nee. Beschafft gestohlene Fässer aus dem Schwarzgrund. Ja, okay. Aber wir nehmen erstmal noch ein paar Fischernetze mit. Weil Fischernetz ist Fisherman's Friend. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Fassigen. Tatsächlich will ich was übersehen. Ei verbipscht. Und hier oben muss auch noch irgendwo sein, eigentlich, wenn die Karte richtig positioniert ist. Kann natürlich sein, dass es hier ein Netz anzeigt, das ich nicht sehe. Ich gehe mal weiter, noch sehe ich hier nichts, was es hier mich aktiv antriggern sollte. Da haben wir auf jeden Fall noch ein Netz. Netz, dass du da bist. Ich freue mich. So. Haben wir. Und hier fängt jetzt an rumzufassern. So. Ein Fass. Zwei Fass. Was schmeißen die hier eigentlich alles in den Fluss? Meine Fresse. Also, Bach. Fluss ist es ja nicht mal direkt. Der Rest ist unten. Okay, gehen wir mal runter. Und nein, ich falle nicht über den Wasserfall. Wo kommen wir denn da hin, Freunde? So. Da haben wir noch ein Fass. Da noch eins und da hinten ist das letzte. Da hätten wir zumindest diese Queste erfolgreich abgewehrt. Da hinten sind auch noch zwei, aber die sind eigentlich wurscht. Wir brauchen nur noch eins. Und bevor ich jetzt wieder in Richtung des Tiefen gehe. So. Okay, gehen wir lieber hoch. Weil oben ist offensichtlich noch was. Wir brauchen, wie gesagt, noch ein Tierchen und ein Netzchen. Und es wäre echt nett, wenn das auch mal auftauchen würde. Gerne Eolingos. Ja, das ist auch nett. Nett. Aber nett so nett. Hallo Bär, sitzt du auf deinem Arsch? Ja, schön. Fall nicht ins Wasser, sonst muss ich die wieder rausfischen. Machen die hier ja nicht, die faulen Säcke. So, halt, es netzt wieder. Okay. Schlunk, damit hätten wir auch die Netze verwurstelt. Sehr schön. Bleibet uns nur noch eine tote Hirschkuh. Und die hier abzugeben. Okay, da hinten sehe ich noch was, dann können wir da mal hin. Das siehst du dir jetzt schon wieder. Fußspuren, okay. Sehr fährtenlesende Fährten. Die zwei habe ich aber, glaube ich, schon. Ja, okay. Also die waren es nicht. Muss ich denn noch jemanden? Nee, ich habe doch alle. Verdammt, warum sage ich die ganze Zeit, ich bräuchte noch... Ich brauche gar nichts. Na gut, ich gehe erstmal hoch, gebe die andere Quest ab, für den Fall, dass wir noch was kriegen. Und dann gehen wir Richtung Fußspurensuche. So lautet der Plan. So wird er geschehen. Ich hab's gesehen. So. Okay, Gardi. Habt ihr schon gehört? Angeblich hat uns der Feind schon umzingelt. Ja, aber keine Sorge. Dich bringt er nur langsam um. Das heißt, du kannst möglichst lange leben. Glaub, ich bin immer noch sehr gut im Mut machen. So. Okay. Wir sollen Fußspuren suchen. Wir suchen Fußspuren. Die hier zum Beispiel. Hier hat hier ganz deutlich einen Stiefel abdrückt. Den habe ich schon vorhin gesehen, aber ich dachte, ja, wird nichts zu bedeuten haben. Aber wenn wir schon danach suchen, dann gehen wir in die Richtung hier.
Weil, da habe ich, ich glaube, vorhin habe ich auch schon da eingesehen irgendwo. Aber, ja, ich habe nur nicht beachtet. Ihr wisst ja, ne? Weil, warum sollte ich den auch beachten? Hier wohnen Menschen in der Nähe. Warum sollte ich da Stiefelabdrücke beachten? Wäre ja Blödsinn. So, okay, haben wir. Oh. Hey, du elender Mornen. Warst du das hier mit den Viechern? Ja, ja, ja. Na, warte du. So, tschüss. Okay, haben wir. Wir können wieder mit Gondir sprechen. Gordir. Und damit müssten wir das eigentlich auch alles abgearbeitet haben. Fehlt halt nur noch das Kopfgeld, von dem ich nicht weiß, wo es ist. So, haben wir? Nö, haben wir nicht. Dem Unbekannten auf der Spur. Das heißt, wir haben eine weitere Queste in Richtung unten. Nun gut, dann gehen wir in Richtung unten. Ne, eigentlich sollen wir nach Lamedon, aber wir kommen immer mehr Richtung Belfalas. Ah, doll Amrod. Die Quest, also die Karte kenne ich tatsächlich von Schlacht und Mittelerde. Da sieht die auch so ähnlich aus. Finde ich cool. Aber naja, gut, ne? Wie gesagt, ist halt die Mittelerde-Karte, an die sich natürlich beide Spiele anlehnen. Das ist ja logisch. So. Finde ich aber gut. Gefällt mir. Also so. Wir sind nichtsdestotrotz gleich da, wo wir hin wollten, nämlich woanders. Ja. Okay. Warte mal, steht da Meryl? Ist aber nicht Meryl. Talaks Krone liegt südlich, es ist ein gefährlicher Ort. Okay, Melril, okay, Melril. Dachte schon, hä? Habe ich versehentlich die Gefährten eingeholt? Kann doch gar nicht sein. Und wenn doch, warum sind die nicht gefangen? Oh, toter Jäger. Hey, Toter. Ihr habt einen Jäger aus Sarnol gefunden. Jemand hat ihn niedergestreckt, als er fliehen wollte. Der ihn niedergestreckt hat? Nee, der Jäger wahrscheinlich. Okay. Und dann noch was. Ey, du hast doch nicht an dem Hund gefressen. Andersrum. An dem Jäger. Doofkopf. So, okay. Nee, wa? Ihr seid zu spät gekommen und konntet diesen Jäger nicht retten. Dein Leichnam ist schon mit schweren Bisswunden übersät. Ja. Twilight, bis zum Bolzenil kommt. So. Hey, ihr Doofköppe. Habt ihr gesehen, wer da... Korsan? In der Ferne erkennt ihr eigenartige Zelte und viele Männer. Aha, ihr wart das also. Ihr bösen Menschen. Oh, bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Gut, die sind auch ein bisschen größer. Ich habe ja gedacht, die... Ja gut, okay. Wir ziehen uns zurück. Sind in dem Moment ein bisschen zu weit oben. Aber immerhin haben wir Korsaren entdeckt. Keine Ahnung, ob das wieder so ein Gruppengebiet ist da unten. Mit den Korsaren. Möglicherweise. Aber da hat uns der Feind definitiv schon umzingelt. Okay. Wissen wir Bescheid. So. Wir reiten wieder runter. Das geht ja recht munter. Ja. Sonst geht das noch unter. Reichhaltiger Hader. Ich würde so gern, aber ich kann nicht. So, was haben wir denn hier? Silberne Spinnenweben der Parade. Parade braucht man... Ja, wobei könnte man? Nee, machen wir aber trotzdem nicht. Aber ist cool. Kleine Kraftessenzen brauchen wir nicht. Andere Essenzen wären schon okay, aber Kraftessenzen ist so ziemlich das, was man nicht braucht. Fälle der Eolingras, okay. Nicht genug Platz. Auch okay. Alter! Okay, ich muss bei Gelegenheit ausräumen. Dann werden wir das so machen. Ich werde jetzt nicht wieder runterreiten. Wir sehen uns unten. Ich werde hier die Folge beenden und werde da oben diverses Zeug verkaufen und abgeben und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Wir sehen uns in der nächsten Folge unten, wenn ich es nicht vergesse, und werden da dann bleiben und so weitermachen. Ihr wisst schon. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.